Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in einer neuen Folge. Und wir sind immer noch hier im richtigen Endgebiet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich hier auf jeden Fall nicht die brutalen Zauber raushaue, sondern kleinere Sachen, weil wir müssen jetzt die brutalen Zauber definitiv für ganz zum Schluss aufbehalten, ja. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich Richtung Endboss kommen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich vermute mal ganz stark. Alles bis auf Vita. Vita können wir raushauen, das ist überhaupt kein Thema. Toll, du hast schon Luke getötet. Diese Viecher. Töten die einfach schon Luke? Wieso töten die schon Luke, obwohl der. Also, das. Moment, ich nehme Engel, weil Engel kann ich. Obwohl, nee, Engel ist Vika. Moment, kann ich. Nee, ich kann die leider nicht sortieren da drinnen, oder? Benutzen? Oder kann ich die. Kann ich die sortieren? Nee. Menü schließen? Nee, kann ich leider nicht. Schade, dass ich die nicht sortieren kann. Ich würde die gerne am Platz 1 nehmen. Ich meine, ich könnte es ablegen und neu lernen, aber. Eine Phönixfeder, bitte. So. Einmal ein bisschen Vita-Power. Weil Vita ist wirklich, das brauche ich ja eh nicht. So. Wahrscheinlich geht es jetzt genau um das Vita, was ich bräuchte. Na egal. Ach, schon wieder die Ohren-Hinterhalt. Du wirst mich doch verarschen. Ja gut, protest euch ruhig. Ich will protestieren gegen diesen Hinterhalt. Ja. Warum ist Platz Spencer fast tot? Ja, machen wir einfach mal Diamantenstaub. Weil so läuft's nicht, Freunde. Ja, das ist, so geht das nicht. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? So, muss ich euch leider auf den Kopf hauen. Gut, ja, dann müssen wir nochmal ein bisschen Vita raus machen. So, und dann einmal nach oben. Und dann einmal hier. Nee. Hast du wieder so. Labyrinthe. Oh, ein Garm. Garm hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Und tot. Doch nicht. Schade. Jetzt tot? Ja, jetzt tot. So. Sind wir da richtig? Ja. Das wird spannend. Oh. Eine ganz lange Sternenstaub-Geschichte. Oder so. Ich mache eine Schnellspeicherung. Ich bin fein. So. Was passiert hier? Ach, ich kann die. Doch, nee, passt schon. Oh, oh, oh. Die Wolke der Dunkelheit. Wir sind die Wolke der Dunkelheit. Wir mehren das Dunkel, bis es alles überflutet und diese und eure Welt im Nichts anheimfallen werden. Das lassen wir nicht zu. Ach ja, dies ist die Welt der Dunkelheit. Glaubt ihr wirklich, euer Licht reicht aus, um mich in meine Domäne zu schlagen? Ja, wir haben Ritter, guck mal. Die Krieger des Lichts sind nicht alleine. Wir werden deine dunklen Kräfte unterdrücken. Narren, wenn ihr das tut, vergeht ihr. Ein kleiner Preis dafür, diese Welt vor dem Nichts zu retten. Euer klägliches Opfer wird uns nicht aufhalten. Es wäre interessant, was passiert wäre, wenn ich da reingegangen wäre, ohne dass ich die Gegner besiegt hätte. Weiß ich nicht so genau. Oder wird jetzt wirklich geschwächt? Die Kraft der dunklen Kristalle mag uns entronnen sein, doch das ist nicht von Belang. Wir werden einfach euch niederstrecken, Krieger des Lichts, und dem Nichts mit eurem lichten Weg bereiten. Eure Stunde des Abschieds ist gekommen. Oh oh. Huch! Battle-Mucke. So, okay, ich mach Unlocken, weil ich habe keine Ahnung, was funktioniert, was nicht. Und ich mach Protes hier auf Spock, weil der ist der wichtigste. Und natürlich kommt mit Beschwören gleich mal Rex und ein Kraftschub. Gut, Unlocken grundsätzlich funktioniert, aber der macht Partikelstrahl. Bitte sag jetzt nicht, dass der immer noch so stark ist. Okay, nee, der ist nicht so stark. Also, alles gut. Bis auf Jean-Luc, der ist natürlich schon wieder fast rot, weil der halt überhaupt keine Abwehr hat. Der ist einfach viel zu schlecht für Endbosskämpfe. Es ist halt echt die Frage, ob es jetzt überhaupt sich auszahlt, dass Cloud unlockt, dann wird Cloud einfach so ein Backup-Heil-Ding irgendwie noch sein. So, hier machen wir nochmal das Gleiche. Noch ein Kraftschub. Noch ein paar Tiefen-Heil. Ja, schon Luke tut sich echt schwer damit, ne?
Partikelstrahl ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir hin. So, anlocken, dann nochmal hier Vitaga. Hier nochmal einen Rex und dann machen wir hier auch mal einen normalen Angriff. So, schauen wir mal. Ich meine, sofern der Partikelstrahl nicht vor... Oh, 7000, das ist schön. So, wenn jetzt der Partikelstrahl kommt, ist blöd, weil Bud Spencer sich so lange Zeit lässt mit dem Heilen. Ja, Gott sei Dank. Okay. Kann der was anderes auch, eigentlich? Ich frage für einen Freund. So, nochmal Vitaga. Dann machen wir dann nochmal einen Rexilein. Und hier nochmal Angriff. Ist der Angriff jetzt nochmal so halbstark? Oder wie ist denn das jetzt? Ich weiß gar nicht. Mit doppelt gebufften Gebufftheit. So, die Rex haben alle 4 rausgehauen. Oder 3? Waren es 3 oder 4? Ja, es geht. Irgendwie ist das immer das Gleiche. Ich meine, habe ich jetzt kein Problem damit. Ja. Ich habe keine Rex mehr. Nicht mal Aqua machen. Weißt du was? Zweimal Kraftschub. Einmal Kraftschub, der Zauber. Ich sag, blöd ist nur, wenn Bud Spencer mit dem Heilen nicht nachkommt. Genau wie jetzt. Ja. Der stirbt. Überleben wir es. Oh, wir haben es überlebt. Das ist schön. Ja, es hilft alles nichts. Ja, ging ja nochmal alles gut. So, wichtig ist mir in der nächsten Runde kein Auto-Battle. Spock muss angreifen, sonst explodiert er wieder. Witzig, dass der echt dauernd nur Partikelstrahl macht. Kann der echt nichts anderes? Oder kämpfe ich zu blöd, dass der nichts anderes machen will? Du sagst einfach, ach komm, da habe ich keine Lust zu, da mache ich einfach nur Partikelstrahl. Tada! Partikelstrahl. Wahrscheinlich macht er so lange, bis er keine Magiepunkte mehr hat. Und er hat 10.000 Magiepunkte auf dem Level. Oder so. So, anlocken. Wie lange? Okay, ich habe noch 5 Vita da. Könnte ich eigentlich voll im Auto-Battle laufen, ne? So, dann machen wir da einmal einen Kraftschub. Weil ich werde jetzt einfach einmal Kraftschub immer machen. Nicht zweimal. Irgendwie halte ich nämlich sogar knapp zwei Partikelstrahlen aus, oder? Ja, ganz knapp war aber nur. Richtig knapp. Aber heilt Vitaga echt nahezu? Naja, nicht ganz komplett, ne? Warum mache ich eigentlich immer anlocken? Ich mache jetzt Angriff, weil anlocken bringt irgendwie nichts. Wenn der nur Partikelstrahl macht. So. Du könntest eigentlich einfach auch nur sterben, Gegner. Wäre das nix? Hm? Okay, jetzt sehe ich gerade, also Jean-Luc hat jetzt wieder viel mehr Schaden genommen. Eigentlich kann ich Auto-Battle machen. Bud Spencer, bitte. Gott sei Dank, danke. Partikelstrahl. Tutelle. Vitaga. Tutelle. Warum auch immer, ne? Ich mach das jetzt einfach mal so. Partikelstrahl. Ui. So. Nur zwecks der Sicherheit muss ich schauen. Ich habe, wie viel Vitaga. Okay, das ist das letzte. Moment, dann bekommt jetzt. Moment, dann Cloud. Du gibst jetzt hier Bud ein Elixier. Damit wir uns Vitaga aufladen. Ich hoffe nur, dass das der letzte Kampf ist. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, ne? Dann machen wir einmal Kraftschub. So. Dyer's Wut bringt fast nichts. So, sehr schön. Weißt du was? Ich weiß nicht, ob es der letzte Kampf ist, aber ich gebe jetzt Jean-Luc auch ein Elixier. Einfach aus dem Grund, damit der dann auch hier die Dingens wieder machen kann. Den Bahamut. So, okay, Gott sei Dank. Kein Partikelstrahl diesmal. Ah doch. Hätte mich jetzt fast gewundert, ne? So, Angriff. Dann nochmal wieder da. Und hier beschwören wir jetzt wieder Rex. Und, ja, kein Angriff.
könntest eigentlich auch einfach nur sterben. Was? Was ist denn da jetzt los? Hat er jetzt gerade nur einen normalen Angriff gemacht? So, hat der jetzt auf einmal nur einen normalen Angriff gemacht? Das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend. Das war jetzt seltsam. Mega Flair. Könntest du einfach nur so ein bisschen sterben vielleicht so? Ein bisschen, weiß ich nicht. Ich könnte hier mal gucken. Kann ich nicht auch da Sanctus oder so machen mit Weißmoschus zum Beispiel? So, wieder da. Ach, das erinnert mich an Contagan, erinnert mich das, ne? Das Contagan war ja dieses schreckliche Arzneimittel, das irgendwie nicht richtig getestet wurde und dann gab es da, das wurde Schwangeren verabreicht irgendwie, oder wie war das? Gegen die Schwangerschaftsschmerzen. Und das war dann richtig schädlich fürs Kind. Und boah, ja, das, an das erinnert mich das. Ach ey. Ja, das ist ein dunkles Kapitel der Medizin, sag ich mal. Gut. Ja, weißt du was, das machen wir nochmal so. War ja grundsätzlich eine gute Runde. Bud, bitte heilen. Würdest du bitte, Bud, bitte. Oh, okay. Jetzt könnten wir ein Problem bekommen. Ich war zu gierig. Nee, doch nicht. Okay, Gott sei Dank. Oder macht der ein paar Titelstrahl immer nach meiner Angriffsrunde? Kann natürlich auch sein. Ja, komm, machen wir nochmal. Oh. Es war Autobattle ein bisschen blöd. Okay, er macht es nicht immer nach meiner Angriffsrunde. So, jetzt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ja, das war jetzt doof. Weiß ich selber auch, Leute. Müsst ihr mir nicht erklären. Danke. Aber jetzt haben wir nämlich das Problem. Wie kriege ich das jetzt am besten gebacken? Also ich muss auf jeden Fall Spock wiederbeleben. Genau, aber jetzt haut der da ein Partikelstrahl raus. So, ich probiere jetzt einfach mal den da. Ich probiere jetzt einfach mal Phoenixfeder daher. Dann machen wir da einen Vitagar. Ja, das war jetzt natürlich doof. Warum muss das jetzt alles auf einmal so random sein? Könntest du nicht einfach jetzt dann sterben? Ich wäre jetzt so weit, dass du sterben könntest, ne? So. Habe ich da nicht sowas wie ein Megalixier? Gibt es ja jetzt irgendwie nicht, ne? Was kann ich denn Schönes hier zum Buffen verwenden? Protes auf Spock. So, hier auf jeden Fall Vitagar. Wir machen hier jetzt trotzdem hier, haben wir nicht hier, hast du denn sowas auch? Eisra, Elixier. Könnte natürlich ein Elixier auch nehmen. Ich habe so viele Elixier, ich glaube, ich könnte die echt verschwenden. Das wäre jetzt keine Tragik, glaube ich. Gibt es nicht irgendwas, wo ich hast, glaube ich, bekomme ich davon nichts, oder? Ja, ich muss leider ein bisschen Gas geben. Ach Gott sei Dank, ging sich aus, glaube ich nicht, oder? Jetzt sind wir wieder voll, das passt. Und keine Experimente mehr. Bud Spencer wird jetzt einfach immer nur Vitagar machen. Plus zusätzlich werden wir jetzt, glaube ich, sogar unterstützend immer High Potions raushauen. Für die Schwächsten unter uns. Schade, wir haben keine. Dann machen wir mal Kraftschub. Ja. Könntest du nicht einfach sterben? Ich wär dir sehr verbunden. Ich meine, ich mag fordernde Kämpfe echt, aber könntest du nicht einfach sterben? Ich wäre dir sehr verbunden. So, oder weißt du was, wenn wir jetzt... Moment, jetzt probiere ich nochmal was. Ich kann ja nochmal Protes. Und ich habe doch da... Ich habe eigentlich so viele Sachen. Komm, Aero gerade auch gut. Flair ist gut, aber ich brauche... Exitus Protes. Komm, dann bekommst du auch nochmal Protes. Hier einmal Vitagar. Und ich sehe gerade, ich muss auf jeden Fall dann ein... Elixier verwenden. Hier, bitte. So. Okay. Und jetzt ein Elixier auf Cloud, von Cloud auf Bud Spencer, dem wichtigsten der Truppe. Man merkt es, ja, also ohne Bud Spencer. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier
ohne einen ausgewachsenen Heiler, also ich sage jetzt mal ausgewachsen, ohne einen Heiler, der wirklich komplett gebufft ist, wie ich das hier irgendwie packen soll. Oh, ja, das ist natürlich jetzt ganz besonders toll wieder. Ah, sie haben's, wir haben es alle überlebt, da bin ich ja froh. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. So, Cloud wird jetzt eine High Potion trotzdem auf Jean-Luc. Erst Bock überlebt, Jean-Luc ist gefährdet. Ja. So. Ja, wahrscheinlich wäre Sanctus so gut, aber ich kann Sanctus nicht nehmen. Weil ich da einfach die Heilung verliere. Ich bräuchte zwei Weißmagier, ne? Ja, schön. So. Weißt du was? Einmal noch ein Elixier auf Jean-Luc, damit der wieder ein bisschen hier Dingens machen kann, Bahamut machen kann. Und, also, Rex. Und hier einen Kraftschub. Flugwelle. Aber die Battle-Musik ist cool. Jetzt haben wir wieder ein paar Titelstall. Bitte Bloodspence überlebt das, danke. Wow, schon wieder so knapp alles. So. Ja gut, Cloud, dann einmal hier High Potion auf Spock. Dann hier machen wir einmal Vitagar wieder auf alle. Und Jean-Luc macht hier Rex und hier Angriff. Stirb einfach. Nee, magst nicht? Okay, schade. Dann vielleicht mit einem Rex. Ne? Mega Flair. Hier, guck mal. Ne? Ist das schön? Macht das Spaß? Hm? Ist das toll? Ja. So, eine High Potion auf Jean-Luc. Dann hier wieder da. Wir haben es noch 7-mal. Einmal wieder Rex. Und hier Angriff. Wahnsinn, wie viel hält der bitte aus? Wie wär's, wenn du jetzt dann einfach mal sterben würdest? Es kann eh nichts anderes, als diesen blöden Partikelstrahl zu zaubern. Machen wir gleich ein Schild, damit der Partikelstrahl zurückgeworfen wird um die Ohren, du blödes Vieh. Oh, du bist tot, das ist ja schön. Ich glaube, wir haben den Endboss gelegt. Boah, aber was für ein cooler, langer Kampf war das jetzt bitte. Ich hoffe, das war der Endboss. Gut, ich habe noch einige Elixiere, also es wäre nicht so tragisch. Aber es müsste der Endboss gewesen sein, oder? Am Anfang stand das Nichts. Dann kamen das Licht und die Dunkelheit. Aus ihnen ward alles geboren. Der Himmel, das Land, das Wasser, das Feuer und schließlich das Leben. Mit der Zeit kehrt dies alles zum Ursprung zurück. Doch aus dem Leben entsprang etwas Neues. Es teilte Licht und Dunkel und schuf eine Kraft, die die Welt erhält. Die Hoffnung. Wenn das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit aus dem Fugen gerät und uns Vergessenheit droht, werden die Auserwählten erscheinen. Doch es ist unsere Hoffnung, die ihnen Kraft verleiht. Das dürfen wir nie vergessen. Okay. Träume, Verzweiflung, Liebe. Die Zeit spült alles hinfort. Doch wir sind ihr nicht hilflos ausgeliefert. Wir können uns ihr entgegenstellen. Denn uns ward ein Funke Licht gegeben, der alles zu erhellen vermag. Ein Funke namens Hoffnung. Ja. Okay. Wir werden wegteleportiert. Freunde! Cloud, Bud Spencer, Jean-Luc, Spock! Ihr habt es geschafft. Gute Arbeit. Wir sind wirklich wahre Helden. Echt nicht übel. Komm, lasst uns heimkehren. Ja, und wir haben die Welt gerettet. Boah, mit der dicken Bertha fliegen wir jetzt einfach heim. Weiß nicht, wie wir da so schnell durch das Labyrinth der Alten durchgekommen sind, aber irgendwie haben wir es geschafft. Ja. Es war uns eine Ehre. Ihr macht mich ja ganz verlegen. Los, ab nach Amur. Ach, jetzt bringen wir die alle wieder zurück, oder was? Das ist ja toll. Hey Leute, da bin ich wieder.
Und das in einem Stück. Na klar, war ein Kinderspiel, ne? Ohne euch wäre die Welt verloren gewesen. Wenn ihr wieder mal Hilfe braucht, ruft einfach uns. Ja, die vier Krieger der Gicht. Wow. War dieser Schmäh vorher auch schon drin? Dieser Witz? Diese Posse? War die vorher auch schon drin? Ihr könnt jederzeit mit uns trainieren. Also dann, bis in Bälde. Ja, bitte, schnell hauen wir ab. Nein, komm, hauen wir bitte schnell ab. Ich habe Angst vor diesen vier Männern. Wir haben Saronia erreicht. Dann heißt es nun wohl Abschied nehmen. Vielen Dank, Prinz, ich meinte König Alus. Ich habe zu danken, Krieger des Lichts. Das Licht in euren Herzen hat die Welt gerettet. Euer Mut soll mir ein leuchtendes Beispiel für meine Regentschaft sein. Tschüssi! Oh, jetzt fliegen wir mit dem Tauchdings wieder weg. Das ist ja schön. Mit dem Tauchluftschiff. Ja, wir fliegen immer in Richtung Süden, bis wir dann Richtung Westen abdriften. Auf die fliegende Insel, der fliegende Kontinent. Da drehen wir noch eine Ehrenrunde drumherum. Nee, warum nicht? So. Oh, das hat man auch noch nie von innen. Oh, schön, das gibt's auch innen. Wir haben Kanaan fast erreicht. Oh, das ging ja fix. Meine Frau hat mich sicher schon vermisst. Ich werde auch von Bord gehen. Du? Was willst du denn in Kanaan? Was schon? Also, Salina treffen, natürlich. Da hat's wohl jemanden erwischt, was? Kann sein. Weiß auch nicht. Müssen wir das unbedingt an die große Glocke hängen? No. Ja, gut. Bitte aussteigen. Wir haben Kanaan erreicht. Fast quasi, ne? Jetzt haben wir echt eine Ehrenrunde gedreht. Weil hier ist Kanaan. Also da rechts. Ja, gut. Herzilein, benimm dich, wir sind doch hier nicht alleine. Oh, es tut mir so leid. Salina. Dash, bitte geh nie wieder fort, ja? Niemals, versprochen. Außer ich muss den Reaktor retten, dann muss ich weg, das ist meine Bestimmung. Jetzt komm schon, Schatzi, die Küken führen uns ja richtig vor. Also gut, aber nur ein Küsschen, hast du gehört? Ach, so süß. Genau. Entschuldigung. Ihr wart ja noch da. Und beim nächsten Abenteuer bin ich wieder dabei. Dash! Sieht so aus, als würdest du erstmal hierbleiben, Dash, ne? Kommt uns jetzt auf jeden Fall besuchen. Der Kuchen meiner Frau ist vorzüglich. Gerne. Sid und Dash, man sieht sich. Ja, voll cool, ne? Man sieht sich, Leute. Und tschüss. Und dann müssen wir noch hier die Prinzessin abliefern. Wollen wir das nächste Schloss Sasune ansteuern, Prinzessin Sarah? Nein, wollen wir nicht. Ich will noch nicht heim. Wie? Aber eure Hoheit. Herrje, muss man dir alles auf die Nase binden? Ich will noch etwas Zeit mit dir verbringen. Oh. Kein Grund, gleich rot zu werden. Los, auf nach Ur. Ja. Oh, guck mal. Ur, wir sind wieder daheim. Endlich sehe ich, wo du aufgewachsen bist. Willkommen zurück. Ihr habt uns gefehlt, Cloud, Bud Spencer, Sholuk und Spock. Wir haben es geschafft, Topapa und Nina. Genau, diese Texte nämlich. Ey, Topapa und Nina, ihr beide, wir haben es geschafft, ja. Daran habe ich nie gezweifelt. Wir sind ja so stolz auf euch. Aber schau, die sind alle verliebt zu uns. Schön, euch wiederzusehen. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Ihr seid echte Helden. Aber das sind wirklich die Krieger des Lichts. Zur Belohnung gibt's einen Kuss von mir. Von wegen. Moment. Die Welt ist aus dem Griff der Dunkelheit befreit. Und das ist einzig eurem Licht zu verdanken. Danke, Krieger des Lichts. Huch, Erdbeben. Oh, oh. Oh, dieses Licht. Die Kristalle sind zurückgekehrt. Es ist wunderschön. Die Dunkelheit geht und Licht legt sich auf die Welt. Ein neuer Morgen ist angebrochen. Ja, schön.
Mit herzlichsten Dank an die Fans auf der ganzen Welt und das Team der Originalfassung. Herzlichen Dank auch zurück an das Team von Square Enix. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Remake, Pixel Remaster. Meiner Meinung nach immer noch, also ich bleibe dabei, ich finde, zumindest bis jetzt, Teil 1 bis 3, sind die Pixel Remaster definitiv die beste Variante, wie man diese Spiele spielen kann. Weil es ist einfach stimmig. Ja, man hat die alte Stimmung, diese Pixel-Stimmung, aber mit neuer Technik und coolen Effekten, nur es passt halt alles irgendwie so gut zusammen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ja. Wie gesagt, Final Fantasy 3 ist ja eins der Spiele, wo ich eine spezielle Bindung, sage ich mal, dazu habe, weil ich habe die ganzen Final Fantasy irgendwann mal, ich glaube, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war so um 2003 herum, vielleicht sogar ein bisschen früher, vielleicht sogar 2000 herum. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich kann mich noch erinnern, das klingt jetzt voll komisch, ja, muss ich erzählen, ist ein bisschen komisch, ein bisschen Erzählungen aus meiner privaten Zeit kann man ja auch mal bringen. Ja, da hatten wir nämlich zu Hause, hier im Garten hatten wir Zelte aufgeschlagen. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, also da hat man auch Platz für so Sachen und wir haben im Garten Zelte aufgeschlagen und für mich war das immer schon so schön. Das hat mir immer schon so Spaß gemacht, dann nicht nur das Zelt aufzuschlagen, sondern das Zelt auch einzurichten quasi. Und da habe ich dann immer meinen Computer geholt, ja, das klingt jetzt voll schräg, weil Zelt eigentlich naturverbunden und so. Aber egal, ich habe meinen Computer geholt, habe dann ins Zelt reingestellt und habe dann dort drin gespielt. Auf meinem Computer. Ja, das ist voll doof eigentlich, ja, irgendwie so Zelten mit Strom und so und Monitor und Computer. Aber da habe ich dann gespielt. Und da hatte ich einfach meine Ruhe. Das war so toll. Und ja, da hatte ich so einen alten DOS-PC. Das war wirklich. Boah, das war so eine richtig alte Gurke war das. Wenn es nicht sogar ein 286er IBM X86-Ding war, der mit dem Blech-Metallgehäuse, mit dem großen Schalter an der Vorderseite, nicht der an der Seite, an der rechten Seite, sondern hatte schon an der Vorderseite den Schalter und hatte schon 3,5 Zoll Disketten. Aber so ein richtig altes Ding. War das der oder war das einer mit, oder war das der mit 66 MHz der Pentium? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass DOS drauf lief. Ich hatte den Emulator drauf gepackt. Voll böse, ich weiß. Und hab mir da dann, ja, Final Fantasy 1, 2 und 3 mit Deutsch-Patch oder Englisch-Patch, weiß ich nicht mehr genau, irgendwie geholt und dann habe ich das gespielt im Zelt. Und Final Fantasy 1 und 2 war ja noch echt im Original schwierig, weil da gab es zwar die Kämpfe, aber die waren noch gar nicht animiert, sondern nur mit Text und so. Also das war echt dann schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber Final Fantasy 3, boah, das war richtig cool. Erstens die Musik so cool, ja. Ich hatte da eine, nee, das muss der 486er gewesen sein mit 66 MHz, weil ich hatte da auch eine MIDI-Karte drinnen. Also so ein Soundblaster 16-Ding und das ging auf dem alten Teil, ging das noch nicht. Na egal. Ja, auf jeden Fall, da habe ich das gespielt und Final Fantasy 3 war einfach in der Originalversion auch schon so viel besser als 1 und 2. Und deshalb hat mir das, weil es vom technischen Aspekt her so cool war, hat mir das richtig Spaß gemacht, ja. Und hier, ich muss auch sagen, also Final Fantasy 3 gefällt mir bis jetzt auch am besten, weil ich finde das Jobsystem echt cool, also mit den Berufen. Hat mir damals nicht so gefallen, aber jetzt finde ich es echt cool, weil es wirklich so eine Diversität reinbringt. Wir haben leider nicht alle Berufe angesehen, also den Baden hatten wir nicht probiert, der hätte vielleicht noch cool sein können. Aber naja, man muss nicht alles mitnehmen. Und ich habe ja, das sind ja auch keine 100% Let's Plays, sondern einfach nur Spaß-Let's Plays für mich. Ja, aber sonst war das echt cool mit dem Jobsystem und ich finde auch, dass das Spiel, wie gesagt, das war für mich damals so mind-blowing, wenn man den fliegenden Kontinent verlässt. Da denkt man am Anfang, oh, okay, das ist die Weltkarte, ja, ist jetzt ja schon groß, ungefähr wie bei Teil 1, ein bisschen kleiner, aber vielleicht sind die Dungeons größer und dann fliegt man einfach da runter und dann ist man in diesem riesengroßen, weiten Meer und denkt sich, WTF, um es in neumoderner Jugendsprache zu sagen. Wow, nee, das war wirklich damals, es war echt für mich cool. Ja, ich weiß nicht warum, aber solche Dinge haben mich, das hat mir gefallen, ja. Gut, ja. Und wie gesagt, hier Remake gefällt mir echt gut und gefällt mir, ganz ehrlich, es gefällt mir halt weit besser als
Es gab zum Beispiel am Nintendo DS gab es so ein 3D-Remake von Final Fantasy 3. Und das gefiel mir halt nicht so. Weil es einfach irgendwie die Stimmung nicht so reinbringt, ja. Für mich zumindest. Ich finde diese Final Fantasies, die in dieser Fantasy-Welt spielen, also eigentlich bevorzugt Teil 1 bis 6, muss ich sagen, die spielen ja eher so in so einer nicht so technisierten Fantasy-Welt, wo es noch viel Magie gibt und so Sachen. Ich finde, für die ist einfach 2D viel besser als 3D. Für Final Fantasy 7 passt für mich 3D. Da muss ich husten vor lauter Quatschen. Für Final Fantasy 7 finde ich, passt 3D wiederum besser. Drum gefällt mir auch Teil 9 nicht so wirklich. Zumindest habe ich den noch nie so ganz gespielt. Weil Teil 9 ja wieder quasi Back to the Root, so mittelalterlich und irgendwie so. Und da gefällt mir... Ah, weiß nicht, gefiel mir nicht so. Na egal, ja, es ist... Teil 9 ist Zukunftsmusik, machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie lange ich Let's Plays noch machen werde. Aber es macht so Spaß, ich mache das wahrscheinlich ewig. Irgendwann werde ich hier 60-jähriger Mann da sitzen und so... Oh, mein Rücken tut weh, aber heute spielen wir ein Retro-Spiel. Final Fantasy 25, könnt ihr euch noch erinnern? Damals im Jahr 2030, ja, lang ist es her. Ja, damals, ne? Ja, wahrscheinlich wird so laufen. Schauen wir mal. Ja, gut. Aber diese Geschichte, Final Fantasy 3, haben wir jetzt fertig. Tolles Spiel, tolle Story auch. Also irgendwie. Also zumindest für damals. Man muss das immer in Relation sehen. Das kam, glaube ich, 89 raus. Oder 90? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kam 89 in Japan raus. Also 1989. Und da gab es bei uns in Europa so Spiele wie... Super Mario Brothers. Zelda war da schon aufwendig. Und dann war so ein richtig riesig großes Rollenspiel in Japan am Start. Mit richtig aufwendigen Battle-Geschichten und so. Wow, also da, ja. Also wenn ich das von diesem Aspekt betrachte, dann... Richtig, richtig gute Leistung, ja. Gut. Okay. Ja, aber das soll es jetzt gewesen sein. Hier noch ein bisschen Credits. Ja, kennen wir eh schon von Teil 1 und 2. Die müssten relativ ähnlich sein. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mir zuzusehen. Ich hoffe, ich habe es irgendwie rüberbringen können, dass es mir auch richtig Spaß macht. Ich denke schon. So viel Loben zünden, ja, geht gar nicht anders. Ja, was als nächstes kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Ob Teil 4 kommt... Sag ich mal vorsichtig, ist auch ein Geheimnis, ja. Ist nicht wahrscheinlich, dass der kommt nach dem nächsten Projekt, ja. Also, das, nee, glaube ich nicht. Glaube ich jetzt nicht, dass ich Teil 1, dann Zwischenprojekt, dann Teil 2, dann noch ein Zwischenprojekt und dann Teil 3. Glaube ich nicht, dass jetzt ein Zwischenprojekt kommt und dann gleich Teil 4. Nee, glaube nicht. Also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht, nein. Ja. Ich produziere übrigens weit im Voraus, habe ich hier auch schon mehrmals erwähnt. Jetzt gerade, aktuelle Zeit bei mir ist gerade, es ist der 5. Januar, / Jänner, je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, man versteht ja Januar, glaube ich, also Jänner versteht man ja in Deutschland nicht. Oder was, Januar? Ich weiß nicht, ich kenne beides. Ich habe den Vorteil, ich wohne an der Grenze. Ja, ich wohne in Salzburg, also Österreich-Salzburg, an der Grenze zu Bayern. Jetzt verstehe ich sowohl die deutschen als auch die österreichischen Monatsaussprachen, ja. Ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Egal. Es ist der 5.1. Machen wir es so, dann versteht es jeder. 5.1.2022. 20:45 Uhr. Falls ihr es so genau wissen wollt. Und released wird das ganze Spiel wahrscheinlich, ich tippe mal so auf April, Mai 2022, irgend sowas wahrscheinlich. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, einfach... vorzuproduzieren, soweit wie geht, weil ich habe es eh schon mal, glaube ich, irgendwo angekündigt in anderen Projekten. Vielleicht ist das Projekt mittlerweile schon released. Ich habe einfach andere Projekte abseits von Let's Plays geplant, beziehungsweise teilweise schon in Bearbeitung. Und ja, die will ich irgendwann mal angehen und da möchte ich dann nicht hier mit Let's Play gedrängt werden. Und ich sag mal, bei der Reihe, also bei den normalen Let's Plays, ist es ja relativ egal, wann ich die mache. Die Season Let's Plays mache ich ja trotzdem immer wöchentlich. Ja. Gut. Aber das soll es jetzt, glaube ich, wirklich gewesen sein, weil die Credits sind jetzt dann auch bald zu Ende und ja. Das war's also von Final Fantasy 3 in der 2D, das ist fast ein Zungenbrecher. Final Fantasy 3 in der 2D Pixel Remastered Version.
2D Pixel heißt sie eigentlich gar nicht. Ja, in der Pixel Remaster Version. Ihr wisst, was ich meine. Ja, voll toll. Richtig schön. Und ich freue mich irrsinnig auf das nächste Projekt. Und natürlich auch auf Teil 4. Und auch auf Teil 5 vielleicht irgendwann mal. Und Teil 6 werden wir auch machen. Aber nicht als reguläres Let's Play, sondern als Season Let's Play. Nein, auch nicht Season Let's Play, als Extra Let's Play. Ach hey, egal. Ist wahrscheinlich eh schon lang released, wenn das rauskommt. Gut, hier auf jeden Fall Ende. Danke fürs Zusehen auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.